Ja, du kannst ja mit Live machen, dann machst du mehr Nachteil. So, herzlich willkommen, Servus und Privet zum neuen Let's Play Video zu CSGO. Chillbreak. Ja. So. Komm mal jetzt her. So, wir stellen uns jetzt hier hin, dann leiten wir die Waffe ins Fußballfeld, wer weiterkommt, gewinnt. Bist du damit einverstanden? Mal schauen, was uns weiter erwartet. Also. Wir springen hoch, leiten die Waffe weg, ins Fußballfeld, wer weiterkommt, gewinnt. Bist du damit einverstanden? Dann geh an der Leiter! Sag mal, bin ich dein Papa oder? Was soll ich auf den Arsch abwischen? Jetzt geh an der Kackleiter! Ja, können wir auch machen. In der Regel? Nein. Okay. LOL. Was ist denn jetzt los? Du hast kein Telefon mehr? Nein, aber ich wollte gar nicht CT. Aber wenn du deine CT-Band immer noch hast, dann gib mal bitte wieder rüber, sonst gibt's gleich Stress wahrscheinlich. Ich hab kein CT-Band, du bist das entfernt, und ich will kein CT-Band. Ach, dann ist alles ja gut. Das muss man aber nicht, das ist ja immer noch scheiße. Ja, ich hab ja ein Mikro, aber den hab ich ja gar nicht angeschlossen, was ich gar nicht mehr wollte. Ich geh mal kurz CT zurücktreten, warte. Du bist der Serum, Mann. Ja, du hörst ihn gut, aber du hörst auch 16 andere Leute, während er redet. Nein, warum? Na doch, weil das ist sich sehr schön doppelt, weil du keine Kopfhörer besitzt. Ja, das ist doppelt. Ich hab ja, aber ich wollte gar nicht richtig sagen. Mach doch mal kurz. Ja, ich weiß. Nicht kehren. Digga, ich bin Mord, Digga. Mama, sag jetzt, schnell. Du willst halt aufmachen, mach den Schritt aus der Zelle, deine Füße scheinen. Jetzt den Schritt aus der Zelle, deine Füße scheinen. Wiederholung bitte. Ja, ihr macht schon aus der Zelle, deine Füße scheinen, BMP hier oben raus, der Treppe. Ihr macht eine Runde, wenn ihr uns im Zimmer auf die Runde muss, wenn ihr den Schritt an Schritt rein, kein Schritt auf den Tod in der Lande steht, Tod bitte, zwei Runde, Gruppen, schiebt die Kleine rein, das ist mir scheißegal. Nee, das ist mir scheißegal, so geil. Scheißegal. So, Vorgänger, was ist denn das? Das ist Vorgänger 1, Vorgänger 2, Vorgänger 3, 4, 5. Hat schon ein, das haben wir Spiel. Zwei Stück, das haben wir Spiel. Geil. Frisch Fleisch. So, die beiden Vorgänger gehen auf den Tisch. Wir gehen auf den Tisch aufweisen. Und auf den Tisch tot. So, Simon Says beginnt, wenn ich sage, Simon Says beginnt. Simon Says beginnt. Simon Says Regel. Aufpassen. Wenn er eine 180 Grad Drehung macht, macht er die zur Hälfte. Simon Says Regel. Wenn er eine 360 Grad Drehung macht, macht er die jetzt doppelt. Simon Says beginnt, wenn ich sage, Simon Says beginnt. Simon Says beginnt, wenn ich sage, Simon Says beginnt. Simon Says beginnt, wenn ich sage, Simon Says beginnt. Simon Says beginnt, Simon Says docken. Simon Says 180 Grad. Ja, gut, also ich hab's verstanden, Dankeschön. Ich hatte meinen Umwegen ohne zu zögern zu eurem Mitspieler, der gerade gewonnen hat. Und bitte schon in der Schulterreihe. Kannst du mal einen Tod in der Nase tot, bis ich zwei oder mehr Gruppen schicke, keine Reihe, ja. Hast du die Spiele wohl beschwistert, Leuning? Ich würde gern Turm springen, Türkis in Türkis. Jo, geil. Ich mach ohne Weg ohne Verzögern durch den Metalldetektor, dachte ich spiele Welt. Und gehe ohne Weg ohne Verzögern zum Turmspringen. Ey, Digga, ich dachte, das verlängern soll schon. Ich hab das mal angezählt, Mann. Hab ich nicht gesagt, dass er zum Turmspringen geht? Ja, okay, Entschuldigung. Hab ich nicht ganz verstanden, was du so schnell redest und es dann immer leicht untergeht. Das ist die runter. Nee, nicht die Worte gehen ineinander runter. Ich will kein Wort mehr sein. Ja, gut, ich mach mal so, wie kommt so was? Ich hab Ja, hast du gesagt, Turmspringen, ne? Turmspringen, Türkis in Türkis und ich hatte auch... Land unter. Türkis ist Türkis, ja? Nee, machen wir nicht, ich geh mal auf Rot runter, die beiden Mitspieler. Aber er hatte Türkis in Türkis angesagt. Weiß ich nicht, ob er es angesagt hat, ich hab nicht zugehört. Der hat kein Türkis. Hatte er. Nö, hatte nicht. Kann ich meine andere jetzt zurückbewegen zur roten Plattform? Ist das zu schwer? Muss ich hochkommen? Ist der überhaupt noch da? Der ist auf der roten Plattform. Ja, aber der andere. Der Abu Womack. Ach so, oder muss ich mich jetzt holen?
Jo, alles klar, Abumak, aus Turn 1. Nö, ich kann gerne hochkommen, machen wir so. Ich hätte Bock auf Death Parade tatsächlich. Death Parade ist was nochmal? Das hat den Einfluss, dass ich, wenn ich auf deinen Vorschlag eingehe, damit etwas anderes tue, als ich es eigentlich tun würde. Du nimmst also Einfluss auf den Spielverlauf, dankeschön. Mein Death Parade ist der Cube, genau. Ja, den können wir gerne spielen. Nice. Warte kurz, Tür zu. Mach an. Oh, ich mach mal gleich die dicke Ansa. Ich tue wieder. Komm, ich will Rohren sein. Dann mache ich auch meinen Kopfhörer rein. Oh! Ich spiele vielleicht heute Fortnite. Hat man mich jetzt besser? Es geht, ja. Hallo. Ich höre die Kette tatsächlich. Doch, so ein bisschen hört man immer noch doppelt. Aber jetzt besser. Wenn die Zellen öffnen, Einrichtung sind die Zellen. Wo sind meine Kollegen? Gucci? Gucci, bist du auf Gar? Der eine ist nach oben gegangen. Sehr gut. Alter. Die anderen gehen bitte auf die grüne Route und sind gefühlt versteinert. Bruder, komm mal irgendwo jemand zu nach. Türke, mein Graf. Ja, ich bin gerade hier an den Kopfhörern rum, so schön an den Kopfhörern habe ich rum und mache hier. Ja, voll. Wenn sich die Zellen öffnen, Eintritt drauf, gefühlt verstanden, als die M-Richtung sind, eure eigenen Zellen. Wenn sich einen Millimeter noch dann bewegt, wird sie sofort getötet. Warum kommt die Situation? Wir spielen eine Runde Emo. Dabei ganz fünf. Zwei Verweigerer ducken sich bitte permanent, wenn einmal von den Trägern aufsteht, wird sofort getötet. Die sind auf Füßen versteinert. Die Leute sind sofort zurück auf die grüne Mose und sind gefühlsverstanden und permanent geduckt. Wenn du dich einen Millimeter bewegst, bist du tot. Okay. So, Emo, wisst ihr Bescheid, ne? Nein, ich weiß auf jeden Fall, dass du das erklärst. Gucci, kannst du kurz Emo erklären? Ich bin nicht mehr so gut. Ich weiß, wie Emo geht der Tonic noch. Ich kenne die beiden nicht. Ich hab grad
Kennst du ihn? Ja, okay. So, ich gebe die Kategorie gleich ein. Ihr habt dann ungefähr 30 Sekunden, vielleicht auch wenige Sekunden Zeit. Ja, alles klar. Und nochmal, weiß man, das Schlechte oder Beste? Das Beste. Bemo ist Beste, Bante Emo Schlechteste. So, Kategorie kommt gleich. Können wir auch sagen oder müssen wir schreiben? Bitte schreiben. Ich bin aber Österreicher. Ihr müsst schreiben. Ja, ist allgemein Wissen. Ja, ich weiß eh von Deutschen noch Bescheid. Keine Panik, bin zum Teil Deutscher. Doppelbelegung gibt es leider nicht hier. Ich habe es leider nicht gesagt, deswegen könnt ihr es machen. Du kannst. Das war bei den anderen aber auch so. Doppelbelegung zählt nicht. Da muss es vorher ankommen, gell? Ich glaube nicht, ne? PR3, kannst du bitte neue Partei auswählen? Danke dir. Ich machte zur AfD übrigens einen Mod zur Civilization 6, meinem Workshop. Zu allen Ehren von meinem Kumpel Heiko. Darf ich meine Partei noch wechseln? Parteiverräter! Erschießt ihn! Hey, Matt, ich will das Game gewinnen, ja. Kannst du mir eine Sache erklären? Du hast gesagt, Parteien im aktuellen Deutschen Bundestag. Wusstest du, dass die Piratenpartei noch nie im Deutschen Bundestag ist? Wie hat eine Partei, die noch nie im Bundestag ist? Scheiße. Einmal Freak und bitte einsagen. Sag mal, bist du überhaupt gar nicht im Bundestag? Bist du gar nicht der Echte? Guck mal, Gaul weiß nicht, wer im Bundestag ist. So, ich glaube, der sind Betrüger, Jungs. Ich glaube auch. Gucci, darf ich ihn jetzt töten oder muss ich jetzt den Typen töten? Ich muss jetzt den Piratenpartei-Typ töten oder darf ich ihn töten? Der ist schon tot. Ach so, okay. Der hat rebelliert, dass er es gehört hat, weil er selber nicht wusste, dass sie nicht im Bundestag ist. Ja, okay, ich muss mich entschuldigen, tut mir leid, wir haben ja jetzt seit 19, was ist denn 19, seit ein paar Wochen und seit Wochen. Ich bin noch nie im Bundestag. Mittlerweile fast ein Jahr. Das Einzige, was sie geschafft hat, war Landtag in Niedersachsen und ich glaube, ich hätte sie Ich muss mich entschuldigen, tut mir leid, mein Versehen, passiert mal, war ein harter Tag heute im Bundestag. Das ist mein Leben. Was das Spiel wird? Ja, die zwei Verweigerer können da aufstehen. Und die Schicht verkleinert. Gibt es einen schlimmen Wunsch? Mathe-Quiz. Wir haben den Wunsch, da wo er Mathe-Quiz übernehmen. Das ist so ein Mathe-Quiz, oder genannt? So, die beiden Verweigerer dürfen sich permanent, bewegen sie sich oder gucken sie sich um, dann sterben sie. Wir machen eine ganz normale Potenzierung, das kriegt ihr aber hin. Ich kenne Potenz nicht, das bin impotent. Du bist impotent, aber das ist kein Problem. Ja, eben, ich bin impotent, deswegen bin ich nicht impotent. 2 hoch 4. Ja, die waren noch nie im Bundestag, aber die sind fast nah dran gekommen. Die hatten Vorschlag gehabt 2010 oder so, ich weiß nicht mehr, dass ganz Deutschland mit Rädern versorgen wollte. Deshalb hatten die auch voll viele Räder da in der Zeit gehabt, aber ist jetzt auch scheißegal. Das wären eigentlich nur Kinder gewesen, die sie gewählt hätten bei den Schulen. Ja, die hatten richtig gute Zahlen. Ja, die hatten richtig gute Zahlen, aber das war bei Schulumfragen, aber Schüler dürfen nicht wählen.
Nee, die hatten auch deine, die hatten Landtagsfaktor, keine Ahnung, was gute Zahlen gehabt. Die waren ein bisschen hype, aber jetzt nicht mehr. So, wir spielen eine Runde durchbringen. Dabei dann 5, 2, 0. PR3, du kannst auch natürlich aufstehen. Ich fasse Schuss auf Schuss. Gucci, du passt natürlich auf, ne? Ich bin mit meinem Messer. Ab zum linken Schuss. Der andere ist verschwunden. Ja, okay, der ist weg. Komm. Ihr rusht bitte einmal zum Turmspringen, danke. Bleibt vor dem Turmspringen stehen. Nicht nach oben klettern. So nach Tabulator-Taste geht es hintereinander los. Sie beginnt bei Rot. Bitte warten bei der nächsten Stage, ja? Nicht sofort springen. Ja, komm, jetzt hier du. Ja, genau, du. Komm. So, nach oben mit euch noch nicht springen, noch nicht? Ja, ja, komm. Nach oben mit dir noch nicht springen bei der nächsten Stage. Der Typ ist schlau. Ja, der Typ ist wirklich schlau. Der Gauland hat mich gelobt. Ja, der Typ ist wirklich schlau. Aber gut, du bist ja von Orange. Ich hab's halt nicht, die Nachschein kommt schon an meinem Mund. Alter, ich hab's geschafft. Da brennt was. Ah, ja, ist meines Kleingart. Gucci, wo bist du? Ich hab's ganz oben. Okay. Leute, ich kontrolliere alle Dinger, ja? Musst du alles durchziehen. Ja, ich bin ja hier gerade erst bei Grün. Ja. Was ist denn da oben los mit Dings hier? Ja. Ja, Abo Omak. Hier, Kiki, du musst doch bis vor zum Sprungbrett und nicht nur drauf. Ja, doch, du musst hier so mit dem Sprungbrett regeln. Ja, da steht vorne am Turm, musst du richtig lesen. Das ist doch nicht viel vorbei. Der war knapp, ey. Okay, da lässt mich von mir ein bisschen halten. Wollen wir den echt machen? Wollen wir ohne Schummel? Oder wollen wir noch einen runter? Ich glaube, ich komme den hier nicht zu. Das mit dem Schummel ist wirklich immer so eine Sache. Das vergesse ich immer. Okay, wir springen gleichzeitig, okay? Mit Anlauf? Aber kein... Warte, ich gucke, wann wir springen müssen. Du musst springen, wenn es zurückläuft, jetzt! Unehrenhaft. Sorry, du, aber wenn mir schon wieder erlaubt ist, dann mach ich das. Ja, der Neuling, der mag gerne das Schummeln, ne? Hab ich geschafft? Habt ihr irgendwelche Spielewünsche? Ja, ihr habt Shot-for-Shot mit der Diegel. Och, Diegel ist langweilig, aber ich spiel gerne mit der Shot-for-Shot. Na, dann mach hin, ne? Ja, ich bin ein alter Mann, ich bin auch kein D-Tool mehr. Ja. Möchtest du den ersten Schuss haben? Ja, bitte. Dann spielen wir mit durch die Regeln. Ja, okay. Du musst die linke Maustaste ein bisschen länger drücken, der braucht ein bisschen. Ah,
Scheiße, ich hab gerade gar nicht geschossen. Doch, hast du. Ja, aber sich aufwärts, egal, scheiß drauf. Gut, ich kann sich wieder nicht aufs Fußballfeld, danke sehr. Ich bin ja am Rand, da bleib ich jetzt auch. Ja, auf jeden Fall nicht so ganz im Leben. Warum muss man hier eigentlich mit rechts schießen? Du musst nicht mit rechts schießen. Okay. Mhm. Nein, ich denke nicht. Sag mal, was ist denn das für eine scheiß Waffe? Ey. 10 Jahre später. Sag mal. Oh, ein Assist, sorry. Ja, ich hätte gerne so ein... Kann man nicht so ein CZ-Ding machen, wir schießen also durchgehen? Können wir machen, wir können auch mit Revolver ganz Zeit rechts stecken und wir schießen. Ja, können wir CZ machen. Alles klar. Mystics, hörst du mich? Mystics? Ja. Na, wie findest du meine Stimme? Sexy? Naja, das hätte jetzt immer noch scheiße. Ja, ich würde sagen, dass ich jemanden doppelt. Ich kann das sein. Ist halt echt so. Man hat halt nicht wirklich doppelt, wenn du redest. Aber die meisten Schlüssel. Meine Herren, ich hör grad gar nichts. Und das ist er. Die meisten meinten eigentlich, dass es viel besser geworden ist. Übrigens, in Österreich darf man ab 16 schon wählen, wieso? Ja, das österreichische Modell würde ich in Deutschland auch bevorzugen. Ja. Ja, okay, schon irgendwie. Wir waschen ohne Wege, ohne Tatrüge, noch grüne Moos, wir bilden uns schön auf Schritt 3. Kein Schritt auf einer Tod in einer, steht hoch, wenn ich 2 oder mehr Gruppen schickt, keine Reim, sondern das ist mir scheißegal. Wir finden es auch so viel. Bin ich nicht so richtig? Das sind alle Fies versteinert. Neuling und Anki, könnt ihr einen kleinen Tick nach rechts geben? Und da Schulterpartner aufrücken so ein bisschen. Genau, perfekt, ist alle Gefäß versteinert. Schon bei uns ein bisschen, das ist ein bisschen verweigert 1, verweigert 2, verweigert 3, verweigert 3. Simon Says beginnt, wenn ich sage, Simon Says beginnt. Simon Says beginnt, Simon Says regeln, hört genau zu. Simon Says regeln. 180 Grad Drehung werden 3 ausgeführt. Simon Says regeln, 360 Grad Drehung werden 5 ausgeführt. Simon Says regeln, 80 Grad Drehung werden zur Hälfte ausgeführt. Habt ihr alles verstanden? Dann bitte einmal springen. Das ist die Falle, die kenne ich schon. Die ist alt. Der Klassiker. Kommt sicher gleich Full Kühl. Ich weiß, es war kein Full Kühl. Mach mal eben extrem oder Knastgeschichten, hätte ich gehabt. Ihr warst ohne Weg, oder sagt sogar, dass ihr Metalltektor und dann zu den Spielerwelt und seit dann nach der Spielerwelt kriegst und versteinert. Ebenso sagt mir auch scheißegal. Oder wir wollen noch verzögern, Leute. Ich hab bei mir lädt nicht alles, ich hab umgedreht, ist der Ruby. Er kriegt's von irgendwie hin. Kannst du dein Mikro aufmachen, bitte?
Fußball 2 gegen 2? Wir haben noch 20 die verweigern können. Oder? Ich kann noch verweigern. Wir spielen Runde Klein. Easy. Du hast heute Weg noch zu der Fahrt Kleinfeld. Da sind ein paar Kaffeesoldaten da hinten. Wollen wir noch verzögern? Klein Visi, wie geht's euch? Na, sag noch mein Ackerschlüssel, gefriesener Steinhardt. Erkennt ihr mich einer? Ah, nein, das ist ein Feuerding. Das wird spaßig. Es gibt ja 10 Sekunden. Wenn du bis dahin nicht geschafft hast, kläre ich dich von der Birne. Ach, er hat weniger viel dafür. Irgendwie lustig. Drei Leute. Ich spüre noch meinen Ackerschuss. Du hast nicht gesagt ohne Schummeln. Korrekt. Alle anderen sind jetzt auf Nord mitschießen. Und du bleibst beim Easy-Ding, Gewinner-Ding. Genau, hab dich gewünscht. Fußball. Abgelehnt. Noch ein? Knastgeschichten. 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 Jawohl. Abgelehnt. Klassgeschichten ist gut an. Wir spielen ohne Klassgeschichten. Nein, ja, dann wäre ich für Nine Colors. So, wir spielen eine Runde Geburtstag. Ich schreibe gleich einen Namen, Alter, Behinderung und Geldbetrag in den Chat. Die müssen dazu ein passendes Geschenk aussuchen. Ein Spielweg muss es neu geben. Ja, ich bin beruhigt, ich meine. Das musst ja du machen, oder? Perfekt. So. Gut, wo bist du immer die ganze Zeit? Können wir auch sagen oder müssen wir schreiben? So, Spitzenchat, ihr müsst den Chat schreiben. 80, weiblich, Nazi, 50 Euro und Kette auch drin. Können wir auch sagen? Puh, also. Wo ist die Behinderung? Meiner Mama ist stolz, weil er hat hier keine Behinderung. 50 Euro, puh. Hm. 80-40 von Chef, wenn ich es geschrieben habe, kann ich ihm dazu geschrieben. Ist 80-40? 80-40. 80-40, das ist 80-40, 80-40. Das ist dein Kohl. In der Woche was? Prinzipo. Wieder auffüllbares Feuerzeug. Darf ich weiter mit dem Feuerzeug? Ja, doch. Oh Gott! Habt ihr irgendwelche Worte? Ich hab geschrieben. Ah komm, der hat ja was geschrieben. Okay, was machen wir? Einfach, der kann uns einfach was sagen. Okay, ja, sag mal. Ich will einfach hier so ein Hitler-Winkelkätzchen kaufen. Das ist nett. Und was sagst du meinem Geschenk? Okay, kann man machen, muss man aber nicht. Okay. Das ist ein Wunsch. Na gut, was machen wir denn Feines? Ihr drei spielt eine Runde Knastgeschichten. Wenn ihr wollt. Dann Geburtstag. Ich verweigere euch, ja, okay, dann machen wir es Lehrmäßiges. Ich spiele mal eine Runde LR, Shot for Shot, Deagle mit mir. Machen wir zuerst Revolver und dann mit dir Deagle. Komm, wo? Fußballplatz? Genau, in den Toren, ohne Schummeln, einfach Pussy regeln, genau, Pussy, und du fängst an. Okay, bitte, kannst du M auf mich machen, dann mach ich M auch auf dich.
Ich hasse diese Waffe. Meine Fresse. So, so, dann, dann. Muss lustig. Ich hätte gerne Geld. Ja, das muss doch nicht sein. Ich hab's nicht. Du musst halt genau nachdenken, also quasi die Reaktionszeit von der Waffe nehmen und dann noch das abdrücken. Ja, habe ich auch gerade ein bisschen gerechnet, aber trotzdem geht's mir nicht. Ja, ich drücke auch immer ein bisschen zu früh. Jetzt vor. Nee, Deadbutt! Gibt's einen Zirn vom Körper? Oder wird blitzmiert halt, ich glaube. Alter! Ah! Was mache ich denn? Sauer! Das wird nix. Ich hätte es gerne auch drucken, Alter. Jetzt voll. Jetzt konzentrieren wir mal. Jetzt. Na bitte, aber konzentriert. Ich geh weg, bitte. Machen wir den Service. Machen wir das selber, machen wir Titel weit, wurf der Malat. Also Pussy ohne Schummeln. Kannst du Titel haben oder so? Also wer ist das? Pussy. Genau, ein Tor ohne Schummeln. Ja, ohne Schummeln muss ich gar nicht anlegen, steht in den Regeln. Guck mal, HP. Mist. Oh, was war da mit dem Spiegucci? Ehre. Was? Warum bin ich jetzt? Warum bin ich Terror? Weil zu viel Fete fragt vielleicht. Ah, so. Bin Hallo! Wenn ja, wie spielt man das Spiel? Ich bin schon tot. Gott sei tot. Ja, guck mal, der hat bei draußen seinen Ton zum Beispiel schon mal nicht zugehört. So, er macht jetzt rückwärts, gibt doch Schritt aus eurer Zelle, dann gefällt es und versteht er. So, das haben schon mal vier Regierungen geführt, ist da noch jemand in der VIP? Mein anderer Bruder. Knastgeschichten, bitte Knastgeschichten, Knastgeschichten. Wisst ihr, was wir machen können? Knastgeschichten. Kennt ihr so ein Spiel? Da muss man Mathe-Rechnung machen. Aber wenn so eine Schöne abhängt von Hand, das war doch die letzte Runde. Keine Ahnung. Knastgeschichten. Knastgeschichten. Ja, okay, wir machen was anderes. Wir machen eine Runde. Oder ich mach mit. Knastgeschichten. Also bleibt der letzte auf, oder genau? Alles klar, dann nimmt er, wir haben im Wissland so kein Mathe-Quiz gespielt, Jungs. Erinnere ich daran, ich nämlich auch.
Also ich bin auch dabei, hallo? Zwei haben. Ja. Zwei wollen spielen. Nee, machen wir so nicht. Oh, sorry, Herr Bibi. Alles klar, dann Ninja. Aber kannst du einen Runde Manifest verwenden? Nein, ich mach mit. Alles klar, dann sterben zwei. Manifest beginnt gleich. Das Manifest kommt in den Chat. Die Antwort wird auch in den Text-Chat. Ich komm immer. 34.696 mal 1 hoch 0. Tipp, es ist nicht 1 und auch nicht 0. Ja. Was kommt denn sonst? Zwei haben eine richtige Antwort geschrieben. Zwei haben eine richtige Antwort geschrieben. Ich sehe das nicht. Immer noch zwei. Gut, einer hat sich selbst umgebracht, einer stimmt noch. Dann würde der jetzt mal die richtige Antwort bleiben. Ja, mir verdrückt vorher. Ich war der Erste. Das passiert übrigens, wenn ihr bei mir das kreative Spiel verweigert, dann kriegt ihr halt so eine Scheiße, ne? Habt ihr den Spiel gewonnen? Schnell gezogen. Ich. Extrem. Nein, nicht extrem. Hart. Wie wär's mit. Warte. Ja, aber außerdem so, warte. Ja, kann man sehen. So, ihr könnt euch entscheiden zwischen Deathcrate, Wipeout, Teletower oder Behop. Behop. Nicht von denen. Was, warum schießt du mich an? Sorry, Bruder. Behop. Irgendwelche anderen Wünsche? Ja, ich mach Behop auch. Schön oder Behop. Jetzt kann keiner von euch mehr verlängern. Ich folge mir Schuss auf Schuss auf dem letzten Schussgefäß. Ich könnte theoretisch schon noch. Muss mich aber Stimmt, du kannst sogar noch. Egal, man folgt dann auch. Muss ich mich tasern? Nee, muss ich nicht. Ja, weiß ich nicht, wo der letzte Schuss ist, Jungs? Warum werde ich jetzt getasert? Ich hab euch schon verlangt. Nee, das wollte ich nicht. Da kommt dann, du musst dich nochmal. So, der nächste Schuss ist hinter dem Portal. Ich bin doch unter dem Schuss. Nochmal. Nächste Schuss ist hinter dem Portal. Ausführung 1. Kongo. So, ihr geht jetzt eigenständig zum Basketballfeld, bleibt vor dem Basketballfeld. Du nichts können. Ihr geht jetzt eigenständig zum Wehrumfeld, das seht ihr von daher, ihr stellt euch zum Start, ihr fangt nicht an. Das ist nicht das Wehrumfeld. Das ist immer noch nicht das Wehrumfeld. Aber ich glaube, an die viel Chance ist Alexander Gola. Ich hab einen MacBook, bei mir gibt kein Bingo. Das ist geschafft. Das ist echt nicht mein Problem. Du hast Belegung, du springst aufs Scrollen, oder? Fertig. Ja, das ist aber nicht mein Problem. Oder du Beops mit der Leertaste. Du bist noch eigene Gefahr. So. Wir spielen das Ganze ohne Schimmel. Es sterben die letzten beiden. Mein Deputy auf Bitchy, ich stehe vorne. Er ist in der Spiegel los. Das ist so unfair, sie sind richtig unter von euch. Warum? Du kannst auch mit Lernhasse werfen. Ah, du geht nicht. Natürlich geht das. So, der Gewinner ist gefreest. Oh man. LR. Tiger Bankwurf. LR ist aber nicht so schwierig. Wir machen das so auf die Distanz, okay? Das geht los. Gute Nacht.